Sehr schön. So, wir sind im Advent angekommen und ich habe mir bei den Experten für Adventsmusik ein Adventsliederbuch besorgt. Das steht auf dem Notenständer. Ich guck mal, ob ich das noch hinkriege. Melodie spielen funktioniert schon ganz gut. Die linke Hand ist nicht so toll und ich habe seit Jahren keinen Bassschlüssel mehr gelesen. Ich merke das jedes Mal, wenn ich hier dran gehe. Wir sagen euch an den lieben Advent. Seht die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Mache dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die zweite Kerze brennt, so nehmet euch ein, um das andere an. Wie auch der Herr uns getan. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die dritte Kerze brennt. Nun tragt eure Güte hellen Schein weit in die dunkle Nacht hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. So, vierter Advent war noch nicht, es ist morgen. Gott selber wird kommen, er zögert nicht auf ihr Herzen und werdet nicht, kann ich schon mal üben. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf ihr Herzen und werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. So, ich wollte üben, Maria durch den Dornwald ging, weil er die Bassstimme einfacher ist. Und das ist ja mein Problem, dass ich den Bassschlüssel nicht lesen kann. Und ich glaube, das war vorgestern auch aufgegeben, weil es einfach nur wahnsinnig anstrengend war. Und ich hoffe, dass ich bis zu den Heiligen Drei Königen, dem spanischen Weihnachtsfest, dann auch Weihnachtslieder spielen kann, zumindest mit so Tönen in der linken Hand und einer Melodie in der rechten Hand. So. Deshalb übe ich jetzt auch mit Metronom gleich. Maria durch ein Dornwald gehen, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald gehen, der hat in sieben Jahren kein Laub
war noch nicht gut. Ich übe es noch ein bisschen und ich mache mir dazu das Tak-Tak-Ding an. Oder ich. Was trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrie Eleison, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria, was trug Maria unter ihrem Herzen, Kyrie eleison, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Übrigens, das Kind ohne Schmerzen, ein Leben ohne Schmerzen ist nicht möglich. Ich war gestern schwimmen, ich weiß, wovon ich rede. Alle Leberflecken sind verschwunden. An der Stelle wird vorweggenommen, dass das kleine Kindlein ans Kreuz genagelt wird. Obermherzige Kirche. So. Die letzte Strophe ist: Da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrie eleison, als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria. Ah, Töne fast getroffen. So. Das Schöne ist an diesem Sound hier, was nehmen wir denn mal? A-Moll. Ja, es ist nicht A-Moll, das ist A-Moll. Geht auch, glaube ich, ein bisschen tiefer. A-Moll, der schönste Mollklang. Ich sag mal besser nicht, wenn A-Moll geläutet wird. So. Oh Gott. Es ist schön an diesem Sound Rotary Organ, den ich gerade spiele. Die Töne. Wow. Haben eine Schwebung und die ist auch immer unterschiedlich schnell. Deshalb erträgt man den relativ lange. So. Ich wollte Melodie mit Metronom üben. Nach dem Motto, machen wir das, was ich schon einigermaßen kann, dann blamiere ich mich nicht vollständig. 2, 3, machen wir direkt 4 Viertel. Warnblinkanlage an. Ohne Gesang. Thank you.